Herrlich. Grüß dich und herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Sebastian und das ist der YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute geht es um diese tolle Bierbank hier, die du dir aus 8 Bierkästen bauen kannst und ein bisschen Siebdruckplatte, wenn du möchtest. Wie du das Ganze machen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Und ganz, ganz wichtig, am Ende gibt es noch ein richtig, richtig tolles Gewinnspiel. Und für unser wunderschönes Projekt brauchen wir natürlich auch Bierkästen. Zum Anfang brauchen wir erstmal eine, wo wir Maß nehmen. Und das sind genormte Bierkästen mit 24 Flaschen 0,33 Liter Inhalt. Und unsere Biergarnitur besteht aus insgesamt 3 Hauptplatten Siebdruck, 18 mm. Das Besondere daran, dass Siebdruck wasserabweisend ist. Und die eine Seite ist sehr flach und die andere sieht aus wie so ein Siebdruck. Und bei Plattenzuschnitt 24 gibt es Siebdruckplatten, die beidseitig glatt sind, also falls da Bedarf ist. Wir brauchen jetzt insgesamt 3 Hauptplatten, wie ihr sehen könnt. 2 Sitzplatten, die haben eine Breite von 350 mm und eine Länge von 1,80 m und eine Tischplatte von 550 mm und eine Länge von 1,80 m. Das Ganze wird unterstützt durch Querstreben quasi. Die haben eine Höhe von 100 mm in etwa. Und das Ganze schneiden wir uns auf 10 Grad zu, von einer Gesamtlänge von ungefähr 1,20 Meter. Da die Ecken sehr, sehr spitz sind, runden wir das Ganze ab. Dazu könnt ihr natürlich einen Tellerschleifer nehmen, wie jetzt hier im Bild, eine Kantenfräse, oder ihr nehmt einfach einen Bandschleifer, wie jetzt hier in diesem Bild zu sehen. Die Tischplatte ist recht schwer, an den Tellerschleifer ranzuführen, und da eignet sich so ein Bandschleifer ideal. Alle Rundungen sind angeschliffen und der Nachteil an so Siebdruckplatten ist, wenn die frisch zugeschnitten ist, sind die Kanten sehr, sehr scharfkantig. Und das Ganze runden wir ab mit unseren Kantenfräse. Dazu nehmt ihr einen Rundungsfräser oder einen Phasenfräser oder fräst eventuell ein Profil ran. Und dann könnt ihr wunderschön das Ganze abrunden. Und so ist die Verletzungsgefahr wirklich sehr, sehr gering. Zack, noch schnell die Griffmulde abgerundet. Ja, ich habe jetzt pro Sitzbank links und rechts eine Griffmulde gefräst und an der Tischplatte auch. Das Ganze macht ihr ganz einfach. Zeichnet euch mit dem Winkel beispielsweise eine Linie an und dann fräst ihr oder bohrt ihr mit dem Forstenbohrer 5 Löcher mit einem Durchmesser von 35 mm. Das Ganze passt wirklich handgenau für eure 4 Finger hinein. Und dann könnt ihr das Ganze mit einer Feile ein bisschen flach feilen und dann mit der Kantenfräse dementsprechend eine Rundung anfräsen. Nun kommen wir zum Untergestell. Die 10 cm langen Streifen, die dienen dazu, die Sitzfläche oder die Tischfläche noch mal ein bisschen zu stabilisieren, damit das Ganze nicht durchhängt, und dienen einfach als Rahmen für unsere Bierkästen. Die Tischfläche, da setze ich die Bierkästen schräg drauf, so dass wir viel Stellfläche haben. Wir messen uns das Ganze jetzt an, passen das so an, dass natürlich die Bierkiste ein bisschen Luft hat, und dann können wir das Ganze auch schon verschrauben. Und dazu verwende ich einen Bohrsenker. Das ist eigentlich mein Lieblingstool bei Wolfkraft. Damit könnt ihr vorbohren und senken zugleich. Und das machen wir hier auch. Eine Alternative wäre gewesen der Undercover Jig. Damit hättet ihr beispielsweise unsichtbare Schraubverbindungen schaffen können. Aber diese Schraubverbindung hier ist genauso gut. Wichtig ist natürlich, dass ihr darauf achten solltet, dass ihr Edelstahlschrauben nimmt. So eine Biergarnitur, die steht ja wahrscheinlich meistens immer draußen, und damit die Schrauben nicht rosten und der ein oder andere Regen den Schrauben nichts anhaben können, solltet ihr Edelstahlschrauben verwenden.
Wie ihr sehen könnt, ist die Sitzhöhe ziemlich knapp bemessen und da wir eine Umrandung haben, können wir natürlich die Bierkästen ein bisschen hervorholen. Sprich, ich lege jetzt hier einfach Kanthölzer hinein, verschraube die mit dem Siebdruck und schon kommt die Bierkäste um 4 bis 5 cm höher und wir haben eine höhere Tischposition und eine höhere Sitzmöglichkeit. Ihr könnt natürlich auch, um das Ganze noch mal ein bisschen zu stabilisieren, in drinne Winkel reinlegen. Es gibt so Regalwinkel, die haben noch mal eine Querstrebe. Ich habe es aber gelassen, weil ich nicht so wusste, wie viel Druck so ein Winkel, so ein Regalwinkel aushält. Deswegen habe ich jetzt Kanthölzer verwendet und diese nutze ich auch, um das Ganze von oben zu verschrauben mit der Sitzfläche bzw. Tischfläche. Damit sich das Ganze so ein bisschen abhebt und nicht so langweilig aussieht, habe ich das Ganze natürlich lackiert. Vorweg mit Kreppband ordentlich abgeklebt und mit Zeitungspapier. Das Ganze habe ich grundiert mit Kosmoslack. Das ist eine Grundierung. Damit können wir die Kanten schön einsprühen. Wichtig ist natürlich der dementsprechende Abstand von ungefähr 15 bis 20 cm. Und passend dazu haben wir 4 Flaschenöffner, die wir auch gleich grundieren werden und dann später mit dem Endlack lackieren werden. Vorweg verwende ich nochmal ein Easy Max, ein Weiß, und da bringe ich mein Logo auf die Sitzfläche auf. Ich mache quasi ein Branding und ich muss sagen, das Ganze ist wirklich gut gelungen, sieht ganz cool aus und jeder weiß gleich, ey, das ist die Bierbank von Mr. Handwerk. Für den Endlack habe ich mir einen Kalkeffekt von Cosmolack ausgesucht und das Besondere daran, wir haben 2 verschiedene Sprühventile. Einmal links habt ihr gerade gesehen, ein feiner Nebel und einmal rechts ein richtig kräftiger Nebel und den habe ich auch verwendet, um das Ganze jetzt zu lackieren. Aber bevor ihr das Ganze lackiert, solltet ihr das Ganze zwischenschleifen. Es gibt Schleifschlämme mit unterschiedlichen Körnungen und die Kante, die wir lackiert haben mit der Grundierung, fühlt sich wahrscheinlich rauer an. Das liegt daran, dass sich die Schleifpartikel aufgestellt haben und die schleifen wir jetzt quasi wieder runter. Und danach können wir auch den Endlack auftragen. Und den Lack solltet ihr natürlich auch schützen mit einem Klarlack. Dafür verwende ich auch wieder einen Kosmoslack, trage das Ganze genauso auf wie den Lack davor. Und danach lassen wir das Ganze trocknen, mindestens 6 Stunden. Belastbar ist das Ganze nach ungefähr so einem Tag. Danach könnt ihr das Ganze abziehen, das Kreppband. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und wir können loslegen und die Biergarnitur aufbauen. Und noch 4 Flaschenöffner festgeschraubt an jeder Ecke, einen quasi. Und in der Mitte habe ich noch ein Loch gebohrt für einen Sonnenschirm. Und um das Ganze abzurunden, habe ich mir 2 Tischlampen vom Paumannlicht besorgt. Diese werden mit Solarenergie betrieben. Die haben einen integrierten Akku und einen 3-Stufen-Schalter. Damit kannst du quasi die Lichthelligkeit einstellen. Ja, und jetzt ist das Ganze perfekt. War doch gar nicht so schwer, oder? Und jetzt kommen wir zum Highlight des Videos. Jeder, der so eine Bank nachbauen möchte, es gibt eine Sackkarre von Wolfcroft zu gewinnen, nämlich diese hier. Ist sehr, sehr praktisch. Habe ich schon bei meinem letzten Projekt beim Terrassenbau verwendet. Diese kannst du gewinnen und von Kosmoslack ein Paket, womit du beispielsweise, wenn du dir so eine Bierbank bauen möchtest, das Ganze lackieren kannst. Farbe deiner Wahl, also musst du hier nicht dieses Türkisgrün nehmen, kannst auch ein Schwarz oder ein Rot nehmen. Und was musst du machen? Einfach dieses Video hier kommentieren. Und der Einsendeschluss ist bis zum 31. Mai 2023 um Punkt 0 Uhr. Dann wird der Gewinner hier markiert und du teil mir bitte deine Lieferanschrift mit per E-Mail. Die E-Mail-Adresse blende ich jetzt hier ein. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Sackkarre, mit dem Lack. Dann brauchst du nur 8 Bierkästen, ein bisschen Siebdruck. Wie gesagt, alle Infos dazu, zu dem Material findest du unten in der Videobeschreibung. Und für alle diejenigen, die nicht dabei sind, die jetzt das Glück nicht auf ihrer Seite haben, für die gibt es nochmal einen Rabattcode für Kosmoslack und zwar Mr. Handwerk. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und wünsche euch einen schönen Vatertag oder je nachdem, was ihr damit macht. Bis dahin, euer Sebastian auf YouTube. Ciao.